Ja, Freunde der Nacht, herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind hier vor dem Grab. Ich hoffe, wir sind gut equipped. Wir haben das Geisteröl drauf. Wir haben unseren Schwalbetrank. Wir werden trotzdem nochmal alles, was geht, hier irgendwie reinpfeffern. Und sind soweit gewappnet für die Erscheinung und wollen dann auch mal loslegen, Körper verbrennen. Entschuldigung, dass ich hier mal kurz pausieren musste. Ich musste einfach. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Aber die ist halt scheiße hässlich. Oh mein Gott, muss ich mich konzentrieren, die Alte hier zu vermöbeln. Wir haben sie gleich, Jungs. Wir haben sie gleich. Jawohl, da haben wir sie. Gut. Für immer. Da haben wir sie. Es ging besser als gegen Ghule, muss ich sagen. Bin ein bisschen stolz auf mich. Und hier Geisterstaub, Geisteressenz, Bergsscheinungsergehen gehen, Lessenz, Marktstaub und eine Mittagserscheinungsfee. Zack. Jo, damit haben wir dieses arme Mädchen, was hier grausam hingerichtet wurde, aus purem Neid. Ja, doch erlösen können von ihrer Qual, auf dieser Welt für immer herumzubannen. Und Alter, die Welt. Schaut euch mal das an, ey. Sieht das nicht geil aus? Aber ich schweife ab. Aber jetzt haben wir hier eine schöne Trophäe, die hängt jetzt hinterher. Und Bonuserfahrung bei Humanoiden. Ja, dann wollen wir mal unser Pferdchen rufen. Dass wir hier unser Geld abholen können. Der Pferd hängt nicht dahinter fest, oder? Ah, die Zeit kann ich mal kurz nutzen, um Discord zu deaktivieren. Weil es mir doch tierisch auf den Sack geht. Macht mein Gaul in der Hütte. Blitze, was machst du da? Aber naja, gut. Heya! Ah, da wollen wir mal losreiten. Schon irgendwie schade an sich, ne? Dann bedenken muss, wie viel die Leute dann dafür leiden, einfach nur für solche ärmlich, finster und übel riechend. Für solche Kleinigkeiten, die Leute leiden müssen. So, da sind wir jetzt hier. Gehen jetzt mal hier rein, den Kollegen, die Belohnung überreichen. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu, sonst macht uns das Schlachtfeld einen Riesenärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst.
Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Oh. Gewissen. Ich meine, was bekommen wir als Belohnung, ne? Wir haben ja festgestellt, dass er uns nur 20 Münzen gibt. Und von 20 Münzen kann man sich jetzt nicht so viel holen. Das macht man ja, wenn man ein bisschen was sammelt und verkauft, habe ich die 20 Münzen ja sowieso schon wieder drin. Aber es war halt Geld, was er für seine Tochter zurückhalten wollte, ne? Das ist halt auch schon bitter, wenn er uns das geben muss. Oh, ich hasse sowas. Das ist richtig hart an diesem Spiel. So kleine Entscheidungen, die dann an dein Gewissen fressen. Aber ich denke, wir werden jetzt hier mal einen auf den Good Guy tun. Und ich werde einfach so spielen. Es ist ja schon Hardcore. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein schnelles Play, wo wir einfach nur den Bad Boy spielen. Obwohl, nee, ach. Ich mag das einfach nicht. Das liegt ja immer nicht in meiner Natur. Ich werde einfach hier nach bestem Gewissen immer handeln. Und ja, behalt das Geld für deine Tochter. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter. Und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Als Glücksbringer. Dankeschön, Kumpel. Amnetist? Der ist ja deutlich mehr wert als 20 Münzen. Ja, Amenakoyum. Danke. Tja. Da haben wir jetzt auch diese kleine Quest hier abgeschlossen. Ich denke, wir werden das erste, was wir tun, ist jetzt erstmal, dass wir das Nekrophagenöl auf unser Silberschwert wieder packen. Weil das deutlich mehr wert ist. Kurz zum Level Up. Hallo. Hallo? Jetzt. So, jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Ich bin natürlich dafür, die Karte, das ist ja Weißgarten. Weißgarten ist noch nicht recht groß, aber ihr seht hier, wir haben ja viele unentdeckte Orte. Wir müssen unbedingt mal eine Bombe bauen, damit wir diese ganzen Nester, wo wir das eine hier gefunden haben, mussten wir das zerstören, aber dafür brauchen wir eine Bombe. Die haben wir halt nicht. Ich würde aber auch gerne den ganzen Kram hier abschließen. Ups, aber Quests haben wir jetzt nicht mehr wirklich viele Nebenquests, haben wir noch, sammeln sie alle, aber ab, ja, sonst nichts mehr, nur noch die Hauptquests. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen farmen gehen quasi. Alchemie, und jetzt gucken wir erstmal, was wir, okay, hier brauchen wir noch das dafür. Bomben. Schöllkraut für eine Sammlung. Na, das kriegen wir zusammen. Dann können wir auch endlich ganzen Mist hier kaputt bomben. So, da haben wir den Kram auch schon zusammen und können jetzt hier die Bombe machen. Da können wir dann auch im Notfall einfach mal ein bisschen die Nester, die wir kaputt machen, auch leer looten, weil wir brauchen das Zeug, was da drin ist. Da denke ich mal, wir fangen jetzt erstmal mit dem Teil hier unten an. Wir uns den markieren und dann dort erstmal hinreiten. Hey! Weil durch diese ganzen Fragezeichen auf der Map, ja, das sind vergessene Orte, da bekommt man coole Upgrades, Fähigkeitenpunkte und hast du nicht gesehen. Deswegen lohnt es sich, die immer mitzunehmen. Nicht so schnell, Plätze.
ist ja ein Haufen Blut. Jetzt häng dich doch nicht, Pötze. Spring, mein kleiner Vogel. Plötze. Sie werden schon noch von uns ablassen. Oder auch nicht. Und da scheinen böse Menschen zu sein. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Sohn einer Ziege! Oh! Oh, Junge! Ah, oh, Ey, das war jetzt aber nicht nett. Wir ziehen dir die Haut ab! Götter! Nicht nachlassen! Uiuiuiui. Okay, den können wir nicht parieren. Okay, den konnten wir nicht parieren. Das muss ich mir merken, die Brust mit der Axt kann man nicht parieren. Das Essen nehmen wir mit. Damit können wir uns hochheilen, das ist deutlich, deutlich lieber, das können wir eigentlich. Nehmen wir uns das rein und das, jetzt haben wir mal verbraucht, so. Was haben wir denn hier alles Feines? Zuckwasser. Ah, das ist nicht so das Wahre. Eines Silberne, das ist doch schon mal vielversprechend. Hier die Haupttruhe, jawoll, jawoll. Kalkaufbolzen, herausgerissene Seite, Wasserviper zu. Alkohol brauchen wir immer. Alkohol brauchen wir immer, einfach nur um unsere Tränke wieder aufzufüllen. Ja, hallo? Magie, ein Ort der Macht. Diese Dinger stehen ja auch rum, da kann man mit reagieren und da braucht man Verstärkungen für seine Zeichen. Immer sehr wichtig mitnehmen. So, da gucken wir mal auf die Map, was wir so alles geschafft haben. Seht ihr, da haben wir schon 2 Punkte abgegrast. Dann würde ich doch denken, dass wir die nächsten hier mal nehmen. Und quasi hier so rüber arbeiten. Immer Y, wenn ich mein Pferd rufen will, dabei ist es ja X. Da komm, steig auf. Und hoppeli hopp. 3 wieder Wind. Geschwind. Das ist das verlassene Dorf. Wo gerade eben die Erscheinung getötet haben. Witzigerweise interessiert es mich einfach auch mal nur. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Jo, oh, Level 6, Alter. Leck mich doch fett.
Alter. Die machen ja keinen Schaden. Eieieiei. Halt. Okay. Das ist ja mal echt unglücklich. Okay, dem Kollegen machen wir einfach Minusschaden. Dann nehmen wir den mit zack, zack in hier rum. So. Das Stück noch laufen. Boah, ja, Alter, Hauptsache, halb so aggressiv bitte, Amenakuyum. Nee, hier vom letzten Spielstand. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Oh nee, bitte nicht. Okay, wisst ihr was? Machen wir mal hier einen Cut. Wir sehen uns dann wieder, wenn das Ganze hinter uns gebracht haben. Wenn ich dann soweit bin wieder. Und ja, bis gleich. So Leute, Klappe die zweite. Drück nochmal schnell speichern. Dann hoffen wir, dass wir nicht gleich alle auf einmal anlangen. Okay, da kann man schon mal einen besiegen. Können wir den zweiten besiegen? Wir mussten uns, wie gesagt, gegen zwei rumalbern. Gegen diese Viecher muss ich noch üben, du, das könnt ihr aber wissen. Oh mein Gott, ist das ein Krampf mit denen. Das ist wirklich echt anstrengend. Bin schon wieder fast draufgegangen bei der Aktion. Meistergegenstand, das ist schön Kohle. Ja, sehr gut. Hans. Gift der Hängten. Ich glaube, das ist ein Öl, was wir ganz gerne haben wollen. Sidarischer Gamson. Legerstiefel. Ein Silistener besucht. Mhm. Und Fläschchen. Dann gucken wir erstmal so kurz, was wir hier gefunden haben. Ist auf jeden Fall besser. Ist das, was wir jetzt haben. Das reparieren wir mal ein bisschen. 83. Was kannst du so? Du bist auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall besser. Aber ich sehe halt lächerlich aus, ist fuck. Hallo, ich bin Geralt, ein ernstzunehmender Hexer. Kapaklas.
Ja, das wollte ich gar nicht. Ach, Gottes Willen. Wir werden mal ein bisschen Morgengrauen uns, dann niederlegen. So, da werden wir uns jetzt ein bisschen hier vollfressen. Kuhmilch. Kuhmilch macht das gut. Ist aber auch nahrhaft, ne? So. Jetzt gucken wir mal in die Alchemie. Wir haben doch hier ein paar schöne Sachen uns hier rausgeholt. Öle. Gift erhängt. Arenaria brauchen wir wieder. Gegen Humanoide und Bestien. Da möchte ich doch kurz mal. Ja, Nekrophagen, also. Zählt das mit als Humanoid? Oder zählen die nur als Nekrophagen? Auf jeden Fall wäre das Humanoidenöl echt praktisch. Das könnte man auf unserer Stahlwaffe machen. Guck dir mal dieses Schwert an. Hilfe. Das sieht cool aus. So, jetzt rufen wir unser Pferdchen, drücken F5 zum Speichern. Das muss ich mir ja angewöhnen, dass wir hier immer jedes Mal speichern. Und jetzt retten wir dahin und gucken, was da Sache ist. Komm schon, Plätze. Komm schon, Plätze. Aua, durch den Zaun durch ist aber nicht sehr nett. Aber so langsam. So langsam wird's mit dem Köpfchen. Ah! Hochverlassen. Ach, jetzt kommen die Leute wieder her und beten ihre Götter an. Das ist doch schön. Ich möchte jetzt die Viecher looten, die ich hier abgeschlachtet habe. Danke. Giftextrakt, Blut. Monsterblaue. Jawoll. Wo sind deine Eingeweide? Da. Und deine noch? Jawohl, dankeschön. Nee. Nee, und was kannst du uns so geben? Kräuterhändler. Was hast du so anzubieten? Hast du was Interessantes? Zwei brauchen wir, dann können wir jetzt einfach hier mal in die Alchemie gehen und das war's wert. Das war's mir gerade ein bisschen wert. Leb wohl. Auch wenn wir jetzt absolut blank sind, wir sind der ärmste Hexe auf diesem verdammten verschissenen Kontinent, aber wir haben jetzt ein Öl, mit dem wir unser unsere schöne Stahlwaffe hier tränken können. Und ich sehe schon,
Wir haben, wenn ich das rausschneide, bestimmt schon die 25-Minuten-Marke geknackt. Und, ich sage mal, dann machen wir hier einen Cut. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Bis dahin, euer Muria. Ciao.